Peace Leute, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, kommt jetzt endlich der Brandcheck zur 6PMX Vertebrae Collab. Und ja, was soll ich sagen, ich habe letztens noch 2 Stunden gepennt, deswegen hört sich meine Stimme dementsprechend nice an. Und was noch viel nicer ist, ich habe das Video schon mal komplett aufgenommen und in der letzten Sekunde ist die Kamera dann abgeschmiert, danke dafür. Deswegen umso motivierter jetzt in diesem Brandcheck drin und wie immer werden wir natürlich das Packaging, die Quality, die Nachhaltigkeit, das Design und die Preis-Leistung, also let's go. Und an der Stelle, lasst gerne schon mal direkt ein Like und Kommentar für den Algorithmus da, wird mich mega, mega supporten, denn wir haben bald die 400 Abos erreicht, das wäre auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein, der nice wäre, aber wir legen direkt los natürlich mit dem Packaging und da 6PM typisch, wir haben Hartkarton, alle Pieces sind in einer Plastik-Zip-Bag eingepackt, die aus recyceltem Plastik hergestellt sind, das ist schon mal sehr nice und 6PM typisch haben wir natürlich auch immer noch das 6PM Feuerzeug, natürlich nicht diesmal, war natürlich auch klar, dass meine erste 6PM Bestellung dann die Bestellung ist, wo es nicht das Feuerzeug zugibt. Stattdessen gibt es Longpapes. Vielleicht einfach wegen der Collab mit Vertebrae kommt das so ein bisschen, passt so in diesen USA-Vibe. Wer weiß. Deswegen gibt es hier aber bei 6PM ganz klare 5 von 5 Punkte bei Packaging, weil 6PM ist halt einfach ein Packaging-Goat. Dann machen wir gleich weiter mit der Qualität. Ich habe mir 3 Tees bestellt, die zeige ich euch gleich direkt. Davon alle made in der Türkei, alle aus 100% Baumwolle. Grammatur ist leider ja nicht so hoch, eher deutlich, deutlich zu niedrig, meiner Meinung nach. Plus, wir haben hier ganz normale Print-T-Shirts, also nicht irgendwie noch extra was gemacht mit Veredelung etc. Deswegen hier bei der Qualität 4 von 5 Punkten. Dann direkt weiter zum Thema Nachhaltigkeit. Hier macht 6PM auf jeden Fall vieles richtig. Gerade schon erwähnt, recycelte Zip-Bags, die man wieder verwenden kann. Voice crack, nice. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice dazu. Der Hartkarton plus alle Produkte aus 100% Cotton und made in der Türkei. Da gibt es nicht mehr viel, was man besser machen kann, außer natürlich der Einsatz von Organic Cotton und halt irgendwelche Zertifizierungen, wie zum Beispiel ein GOTS-Zertifikat und Co. Deswegen hier bei der Nachhaltigkeit 3,5 von 5 Punkten. Dann sind wir direkt beim Design und da habe ich mir diese beiden Tees schon mal bestellt, nämlich genau das gleiche Tee in der M und in der L, damit man wirklich vergleichen kann, wie der Fit so nebeneinander ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich wusste nicht, dass 6PM so einen scheiß Fit hat. Also M kann man komplett vergessen, finde ich. L geht noch relativ klar, aber geht wirklich so in diese Richtung. Peso, Summer Raw, slimmer geschnittener Fit. Feiere ich gar nicht. Dazu noch diese niedrige Grammatur. Ja, okay, für den Sommer ganz nice so, aber dieser Fit einfach, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Dann Artwork auf der Frontseite, sehr, sehr wild, finde ich. Wäre die Rückseite hier clean geblieben, würde ich das richtig, richtig fühlen, dieses Artwork. Aber ich glaube auch, liegt ein bisschen an Vertebrae, weil die überladen ja alles immer sehr, sehr krass mit Prints. Haben wir hier hinten auch noch einen sehr, sehr dicken Print drauf, der ein bisschen reinscheißt, finde ich. Also nicer wäre es gewesen, wirklich nur diesen Frontprint zu haben bei diesem Tee. Und bei dem anderen Tee, das ich mir bestellt habe, ist es ähnlich. Wir haben hier vorne eigentlich einen sehr, sehr nicen Print, der noch so ein bisschen, ja, so auf diesen Used-Look geprintet wurde. Also hier quasi mit diesen ganzen verschmutzten Prints drauf, sieht das auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Hinten haben wir dann aber wieder deutlich zu übertrieben, richtig fett plakatiert 6PM und Vertebrae drauf. Also so, wie es in den USA wahrscheinlich sehr gut ankommt und ich glaube, das war auch das Hauptziel von 6PM, hier alle Vertebrae-Kunden abzustauben und zu hoffen, dass sie in den nächsten 6PM-Kollektionen dann auch zuschlagen, weil die Produkte gab es, soweit ich weiß, nur im 6PM-Online-Shop zu kaufen, weswegen alle Vertebrae-Kunden natürlich dann auf den Shop sneaken mussten und sich wahrscheinlich auch der ein oder andere im Newsletter angemeldet hat. Nichtsdestotrotz finde ich die Designs leider viel, viel, viel zu überladen. Dazu Schnitt gefällt mir überhaupt nicht. Ich hoffe, das ist nicht der Standard 6PM-Schnitt. Das bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, weil ja, der kommt nicht so nice. Und wie auch erwähnt, Grammatur leider viel, viel zu niedrig. Finde ich immer, gibt nicht so einen schönen Look, wenn das wirklich so eine richtig labbrige Grammatur hat. Da muss schon ein bisschen Steifigkeit im Stoff sein, damit das T-Shirt wirklich nice fällt. Deswegen hier beim Style und Design leider nur 2,5 von 5 Punkten. Dann sind wir auch bei der Preis-Leistung. Da kostet ein T-Shirt 59 Euro. Und das muss ich sagen, ist schon heavy. Vor allem, wenn man bedenkt, die Grammatur ist jetzt nicht die höchste. Natürlich macht das jetzt nicht so einen Riesenpreisunterschied. Ist auch jetzt eine Collab. Ich glaube aber, die normalen 6PM T-Shirts waren auch bei 59 Euro. Wenn nicht, dann korrigiert mich mal bitte in den Kommentaren. Dann pinne ich das auf jeden Fall an. Ja, was soll ich sagen? An sich einfach eine sehr, sehr schwache Kollektion, die, glaube ich, wirklich nur als Ziel hatte, die USA-Kunden abzugreifen und mit in den Newsletter und Code zu ziehen. Deswegen hier bei der Preis-Leistung leider auch nur 3 von 5 Punkten von mir. Das heißt, insgesamt kommt 6PM damit auf ein Gesamtrating von 3,6 von 5 Punkten. Ist natürlich jetzt nicht so das beste Rating. Ich bin mal gespannt. Ich werde
werde auf jeden Fall noch ein Update-Video machen, wenn wieder eine normale 6PM-Kollektion rauskommt, ohne Collab. Oder wer weiß, vielleicht hauen die auch direkt noch eine andere Collab raus, die das Ganze hier nochmal deutlich, deutlich übertrifft. Wir werden es erfahren. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, checkt gerne mal den Brandcheck hier aus. Da habe ich nämlich die aktuelle Peso-Kollektion ausgecheckt. Und hier unten ist noch ein Video, was ihr euch gerne reinziehen könnt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.